Hallo mal wieder, ihr Lieben. Viele haben es ja mitbekommen wahrscheinlich. Wir sind gerade auf einer Tour durch München und jetzt in Wien. Und ja, da dachte ich, ich bringe euch mal ein paar Bilder mit von der Wiener Weihnachtsbeleuchtung. Die mallorquinische habt ihr schon gesehen bei uns auf dem Kanal. Jetzt gibt es mal ein paar Eindrücke von der Weihnachtsbeleuchtung aus Wien. Wenn ich schon mal da bin, wollte ich euch das aber nicht vorenthalten. Ja, dann genießt jetzt einmal hier die Wiener Weihnachtsbeleuchtung. Auch noch gar nicht so voll, gar nicht überfüllte Stadt. Und kalt ist es ja. Da war ich etwas überrascht. Hat mich dann doch sozusagen kalt erwischt. Die Temperaturen hier, wo ich dann hierher kam. Heute ist jetzt Montagabend, genau, Montagabend, gerade kurz überlegen müssen. Morgen geht es dann nach Mallorca zurück mit dem Flieger. Und dann komme ich einfach am Donnerstag wieder. Ich muss ja erstmal noch Pakete packen. Und dann komme ich am Donnerstag wieder her und hole das Auto ab. Und dann geht die Tour wieder von Wien 1800 Kilometer mit dem Auto zurück nach Mallorca. Ja, und hier ist jetzt Steffel, genau. Das muss ich jetzt mal aufnehmen für Sandra. Weil, wo wir das letzte Mal in Wien waren vor ein paar Jahren, da waren Sandra und ich da oben in der Skybar. Da geht nämlich von außen ein Aufzug hoch, wo man rausgucken kann. Und da waren wir in der Skybar, oben im Steffel. Hier oben, Skybar, da waren wir einen Cocktail trinken. So, hier das Luca-Café, das Luca-Café-Konditorei. Was sagt du sogar als eines der Traditionscafés? Genau, eins der Wiener Traditionscafés. Sehr, sehr schön, hinten drin auch mit Wintergarten, mit unheimlich guten Konditoreisachen, was aber bei den Touristen relativ wenig bekannt ist, weil die halt alle in Sacher und ins Demel gehen. Genau, Sacher, schlechteste Sachertorte, bitte nicht hingehen. Genau, wahrscheinlich ist hier die Sachertorte besser. Ja, definitiv. Als im Sacher vermutlich. Definitiv, und man sitzt viel gemütlicher und viel entspannter. Ja, ja. Und muss wahrscheinlich auch nicht lange warten im Sacher, wo wir vor Jahren mal waren. Wir haben da nicht gewartet, weil wir sind nebendran ins Bistro, glaube ich, vom Sacher. Weil du hast irgendwie anstehen müssen, gerade zur Weihnachtszeit eine Stunde oder länger, bis du überhaupt reinkommst. Also richtig heftig ist es Neujahr, wenn du ja Neujahr ins Sacher willst. Weil okay, die ganzen Leute, die halt hier Silvester gefeiert haben, es gibt ja in Wien die Silvestermeile. Ja. Die ist wirklich schön, da ist überall hier auf der Kärntner Straße und am Graben wird gefeiert. Und ja, um Mitternacht wird Wiener Walzer getanzt. Vorher sind die renommierten Tanzschulen da und bringen einem das bei, wenn man es nicht kann. Okay. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, genau. Wiener Walzer-Takt. Und es genau ist halt immer, ich sag mal, auch ein Touristenmagnet. Ja. Und am ersten stehen die halt alle vorm Sacher. Das ist wirklich abnormal. Klar. Na, und Stephansdom? Ja, da hinten sehe ich schon ganz hinten. Da müssen wir nachher auch noch hin. Ja, da ist die rote Beleuchtung. Richtig, da ist die rote Beleuchtung. Die kenne ich von Sandra vom letzten Mal auch. Die war auch irgendwo da. Da sind ganz viele rote Bälle drin. Ja. Gehen wir nachher noch kurz hin. Ja. Wir gehen jetzt erstmal hier rein Richtung Graben. Genau, das ist hier der Graben. Und da hinten beim Stephansplatz gibt es den besten Punsch vom Restaurant Taubenkobel. Okay. Das ist eins der Haubenrestaurants überhaupt. Ja. Und die haben da einen Stand mit... Also Haubenrestaurants sind in Deutschland dann wieder Sterne-Restaurants. Genau. Und die haben von unterschiedlichen Sterneköchen inspirierte Punschsorten. Okay. Und sie haben so, ich sag mal, so 7 verschiedene, okay, jeweils von Haubenköchen. Die sind aber wirklich gut, also zum Beispiel Zwetschge-Schokolade, wo unten wirklich richtige Schokolade drin ist und so. Also wirklich... Wirklich, richtig fein. Und du hast am nächsten Tag keinen Schädel. Das ist auch toll. Das ist das Wichtigste. Guter Alkohol, gute Getränke, dann genau gibt es am nächsten Tag auch keinen Kopf. So ist es. Dann natürlich ein typischer Würstelstand, der in Wien nie fehlen darf.
mit Wiener Würstel. Genau, wobei der Hauptstand ist an der Albertina, an der Oper. Und jedes Mal, wenn man dann in der Oper war, geht man im Abendkleid zum Bitzinger, okay, holt sich eine schöne Wurst und kann, wenn man denn will, auch ein Champagner dazu trinken, weil das, okay, haben sie auch. Und gerade habe ich als Tourist erfahren, dass wohl gar nicht sicher ist, dass das Hotel Sacher oder Café Sacher auch wirklich Sachertorte erfunden hat. Genau, das ist nämlich angeblich eigentlich im Café Demel erfunden worden und es hat nur jemand mitgenommen. Das heißt, jemand hat praktisch geklaut die Rezeptur und ist zum Café Sacher. Genau, also die streiten sich immer darum, wer das denn eigentlich erfunden hat. Dann ist es eigentlich keine Sachertorte, sondern eine Demeltorte. Genau, und eine richtig gute Sachertorte gibt es auch beim Demel. Ah ja. Da ist die Pestsäule. Das ist so eine der bekanntesten, also die gibt es so in allen größeren Städten in Österreich, so gibt Pest, es eine oder? Pestsäule. Also nicht damals so Pest, sondern das hinterher im hinterher Gedenken so an die als ein Gedenken, Mahnmal quasi an die Pest, genau. Okay. Guck mal, viel Blattgold dran. Erinnert uns schon wieder an Thailand, wenn wir nach Thailand gehen. Da hast du an den ganzen Tempel überall viel Gold dran. Gold, 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 Gold. Ja. Und Wien ist immer wieder, naja, auch die Gebäude sind einfach toll. Das ist schon faszinierend. Da hinten rein ist das Café Havelka. Da gibt es auch ein Lied drüber. Hier rein. Der Nackerte im Havelka. Okay, das warst du. Nein. Nein. Aber ich könnte es mal ausprobieren. Ja, genau. Das ist wirklich, ich sag mal, das Traditionscafé. Da geht man rein und isst Buchteln. Buchteln? Buchteln. Buchteln mit, genau, B. Buchteln. Buchteln. Was sind Buchteln? Buchteln ist sowas, so ähnlich wie Dampfnudeln. Ah ja, okay. Das, mhm, kenne ich. Genau. Und man darf, wie ich gelernt habe, in Österreich bekommt man den Kaffee ja auf dem silbernen Tablett serviert. Ja. Und ich habe es einmal gewagt, meine Tasse mit Untertasse von diesem Tablett zu nehmen. Darf man nicht. Da hat mich ja der Ober im Café Havelka extremst zur Sau gemacht. Also wenn so heißt also, wenn man in Wien ist, den Kaffee bestellt, den Kaffee auf dem silbernen Tablett stehen lassen. Auf dem silbernen Tablett lassen. Zumindest, okay, im Café Havelka kriegt man sonst Ärger. Okay. Und danach kommt das Schwarze Kamel. Nur Prachtbauten hier. Louis Vuitton. Ja, da muss man eine Menge Geld mitbringen, wenn man hier einkaufen muss man, will. Oder eine gut funktionierende Kreditkarte. Ja. Eine sehr gut funktionierende Kreditkarte. Mit viel Limit. Am besten die Amex Centurion, die schwarze. Da ist das Schwarze Kamel. Ohne, da sitzt Limit, man auch im Winter draußen. Das ist einfach so. Genau, das, ja, Schwarze Kamel war, aber heute ist es leer. Also heute ist es leer, zu dem, wo wir damals da waren. Weil wir waren irgendwann im Dezember da, vor ein paar Jahren. Und da hast du hier auch wirklich warten müssen. Du siehst auch jetzt hier, es ist wirklich relativ voll. Hier sind Tische leer. Ja, aber das war damals auch so, da haben alle gesagt, da gehen eigentlich alle hin, auch die Wiener. Ja. Und gehen was. Es ist auch gut und es gibt, da sieht man, dass da, wo es relativ voll drin ist, da gibt es so kleine Schnittchen, ja, unterschiedlich belegt. Dafür sind die auch sehr bekannt. Okay. Und dann trifft man sich da, trinkt einen Wein, isst ein paar Schnittchen. Okay. Oder setzt sich dann halt dahin, trinkt was, isst was. Wir, ja, haben auch wirklich sehr, eine sehr gute Küche. Wollten wir das letzte Mal mit Sandra rein und es war uns echt zu voll. Du musst reservieren. Ah ja, weil wir immer keine Lust haben, uns anzustellen irgendwo, um dann was zu essen und trinken. Und da war wirklich, nein, da musst du reservieren, keine Möglichkeit rein. Dann haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Heute wären Plätze frei, heute könnten, ja, wir. Und jetzt ist Sandra auf Mallorca und ich bin hier. Jetzt super, musst du mit mir vorlieb, ja, nehmen, aber, ja, würde ich jetzt auch gerne mit dir noch was trinken gehen, aber unser Problem ist jetzt, dein Jan wartet auf uns. Ja, mit und mit Essen. Dem wollen wir auch noch was machen. Wenn wir jetzt hier sitzen, dann ist Jan im Bett, bis wir heimkommen. Hier ist eine super geniale Bar und ein super Restaurant. Das ist eine ehemalige Bank. Okay. Die mal vollständig innen ausgebrannt ist. Ja. Man munkelt mit Absicht. Okay. Und weil man damals gesagt hat, das war Absicht, hat man das damals nicht mehr als Bank aufgebaut. Okay. Und da ist jetzt aber alles drinnen, oh, mit Marmor und ist wirklich sehenswert. Ich kenne was Ähnliches in Stuttgart. Ich weiß gerade nur nicht, wie die heißt in Stuttgart. Fällt mir gerade nicht ein. Da ist im ehemaligen Bankhaus im Keller eine Bar eingerichtet. Und zwar, da sind noch die alten Schließfächer drin, die nur ausgesägt worden sind, diese Gitter und so, cool, weiter. Auch cool. Guck mal, hier haben wir jetzt den ersten kleinen Weihnachtsmarkt.
Genau, da hinten kommt schon der Nächste. Da kommt schon der Nächste. Also das ist uns ja auch aufgefallen, Wien hat nicht einen Weihnachtsmarkt, sondern Wien hat, ich weiß also nicht, es gibt wie den viele. Großen am Rathaus, den großen das ist auch so der Bekannte. Und dann gibt es halt ganz, ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele kleine. Ja. Also überall in jeder Ecke ist ein kleiner. Wir waren damals am Prater, da ist auch einer. Also das gibt es dann irgendwie an jeder Ecke. Guck mal, die habe ich gerade von Sandra bekommen zum Geburtstag in klein. Oh! Ja. Diese O'Dowd. Also, Schnaps, kein Honig. Genau. Ja. Kartoffelhütten. Ja, hier können wir auch überall gut was essen, aber wie gesagt, der liebe Jan wartet ja auf uns. Oh, das ist was für mich. Schokoladenbrunnen. Oh, das ist super, gell? Oh. Den hätte ich gern zu Hause und zwar rund um die Uhr. Oh ja. Ja. Da wäre ich dabei. Ja, auch wieder kurz in Memories für Sandra. Genau, hier waren wir essen drin. Da haben wir doch ganz eng noch einen Tisch bekommen. Und da waren wir noch lecker essen, Schatzi. Weißt du noch? So, hallo, hier ist die Anja. Hallo. Und der Patrick vom Can Gourmet. Herzlich bedanken, dass Anja dabei war. Super und an gern. Alle, die uns noch nicht folgen, denkt dran, Daumen nach oben und folgen. Und ja, jetzt gehen wir mal noch mit Anja hier rein in die rote Beleuchtung. Wie gesagt, die Stimme im Hintergrund, die ihr immer gehört habt, war die Anja. Die lebt in Wien. Da gab es dann ein paar Infos. Und jetzt hoffe ich mal, dass der Akku noch ein bisschen durchhält, dass wir hier noch die Ecke hier hinten aufnehmen können, weil mein Akku sagt schon, mein iPhone sagt schon Akku leer. Aber um ein paar Eindrücke aus Wien zu bekommen von der Weihnachtsbeleuchtung. Da ist dann die moderne Weihnachtsbeleuchtung. Da ist dann die moderne, die mir nicht so gut gefällt. Ich finde die klassische schöner. Ja. Bin ich gerade am Überlegen, waren die früher hier vom Stephansdom auch die Pferde und alles gestanden? Ja, die sind da drüben. Ah, die sind da drüben, genau. Die sind dann da drüben, die sind aber jetzt. Nicht mehr da wahrscheinlich, oder? Um die Zeit einfach nicht ja, mehr, genau, also tagsüber schon. Weil da, wo man tagsüber in Wien war, da sind nämlich hier Mengen an ja, Pferdekutschen vorbeigefahren. Ja, ja, genau. Man ist kann mittlerweile auch ein Dinner so haben in der Pferdekutsche ja, übrigens, ja. Ist aber hier kein so Thema mit dem Einstellen der Pferdekutschen und dass es irgendwie für die Pferde nicht schön ist. Nee, bei uns auf Mallorca ein großes Thema, aber hier glaube ich nicht. Immer mal wieder. Immer mal wieder. Aber es ist halt auch wirklich Tradition. Ja, klar. Und es ist auch, es dürfen auch nicht mehr werden. Und das wird quasi auch vererbt. Also das ist, man kann jetzt nicht einfach sagen, ich möchte gerne so einen Fiaker fahren okay, und hole mir jetzt eine Lizenz. Das und es ist natürlich auch nicht so heiß einfach wie auf Mallorca. Und die Pferde sind wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, besser also, in Schuss. Aber wie gesagt, ab und zu gibt es die Diskussionen schon, ja. Okay. Auch so mal, man könnte das ja ganz abschaffen, aber ich glaube, das gehört einfach zu Wien. Es gehört irgendwie zu Wien ja, dazu. So, hier haben wir jetzt die rote Meile. Und es ist immer noch so wie vor, weiß nicht, 10 Jahren, 5 Jahren, wo wir hier waren, dass zwischendrin, zwischen den roten, immer mal wieder ein weißer großer Ball hängt. Und es gibt noch viel, 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 viel mehr zu sehen. Also ja, wer jetzt mal hier irgendwie das YouTube-Video sieht und sagt, was mache ich noch im Dezember? Wien ist im Dezember absolut eine Reise wert. Kommt es ist nach Wien. Alles auch beleuchtet. Wer nicht nach Palma kommt, kommt dann nicht nach Palma zu uns ins Can Gourmet. Und wer nicht nach Palma kommt, sodass ich im Auto schnell wohin fahren will aus Deutschland, kommt nach Wien. Ist wirklich sehenswert. Nehmt euch noch ein paar Meter mit, wenn es der Akku noch mitmacht. Und dann sage ich jetzt nochmal danke an Anja, danke, dass ihr dabei wart, wann auch immer ihr das Video schaut. Genießt die Vorweihnachtszeit. Es kommt sicherlich, wenn ich dann nächste Woche wieder in Ruhe auf Mallorca bin, auch noch ein paar Videos von der Weihnachtsbeleuchtung bei uns in Palma. Lasst es euch gut gehen. Schreibt uns was in die Kommentare und für alle, die uns noch nicht folgen und das Video sehen, gebt uns einen Daumen nach oben und folgt uns, dass wir unsere 1000 Follower erreichen. Liebe Grüße von Patrick aus Can Gourmet. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Und natürlich Grüße von der Anja an euch. Tschüss. Servus, hätte ich eigentlich sagen müssen. Jetzt Servus. Gehen wir da rechts. Hast du gesagt, ich war nämlich noch nicht offline. Sehr gut.
Und das ist jetzt der Weihnachtsmarkt vom Stephansdom. Wobei mir auffällt, wie spät ist jetzt heute? Es ist jetzt noch nicht mal 20 Uhr. So viel ist auch nicht los in Wien. Aber ich muss sagen, es ist jetzt nicht übertrieben voll. Ich habe es voller in Erinnerung vor ein paar Jahren, wo wir da waren. Aber gut, wir waren auch später da, also im Dezember irgendwann.